Schild denn da draußen schon vor der Türe? Ja, liebe Kinder, heute ist Krampustag. Aber wisst ihr, was ich euch da heute mitgebracht habe? Das Gewinnspiel. Das Gewinnspiel, genau, so ist es. Und ich habe mir gedacht, wir, hallo liebe Kunden, wir vertreiben uns heute die Zeit, während wir auf den Krampus fahren oder auf den Niccolo, mit der Auswertung des Gewinnspiels. Stellt euch vor, ich habe da drinnen fast 70 Teilnahmezettel und ich habe mir gedacht, diese zwei Jungs da hier, die werden einmal die drei glücklichen Gewinner ziehen. Los geht's, Jakob, zieh mal einen. Machst du es dann vorlesen auch oder soll lieber ich? Du möchtest vorlesen, okay. Schauen wir mal, wie das geht. Wer ist denn das? Das ist die... Maria Elisabeth Mandl. Die Maria Elisabeth Mandl. Herzliche Gratulation zum Gewinn von einem Home Beauty Paket. Wir werden Sie kontaktieren, damit wir auch wirklich das Passende für Sie haben. Leo, möchtest du jetzt? Ja. Es sind so viele drinnen, ja? Schauen wir mal, was der Leo zieht. Jakob, schauen wir mal mit. Wer ist denn das? Christa. Und wie heißt die Christa mit dem Nachnamen? Wandschneider. Die Christa Wandschneider, die kennst du, gell? Das ist jetzt schnell gegangen. Die Christa Wandschneider, das freut mich sehr. Der Leo hat den Namen jetzt so schnell erkannt, weil die Christa ist eine unserer langjährigsten Kundinnen. Herzliche Gratulation, liebe Christa. Und Jakob, schau, da haben wir noch viele Zettel drinnen. Schaust du dir auch noch einen? Den mal hier? Nimm ihn. Ja, passt, gell? Wer wird noch ein Home-Beauty-Paket gewinnen? Es wird spannend. Schauen wir mal inzwischen, ob der Krampus vielleicht da draußen schon einmal ein bisschen raschelt. Die Kinder sind schon sehr aufgeregt. Und hier, schau, da steht der Name. Ja? Da hier, schau, da. Mit dem M. Nie? Ja? Nicole, schau, das heißt Nicole. Und der Nachname, schau. Schmidt. Die Nicole Schmidt. Herzliche Gratulation, liebe Nicole. Wir freuen uns mit dir. Liebe Kunden, damit endet jetzt unsere Pink Christmas Week. Meine Jungs haben in der Woche vor allem ein Wort wirklich perfekt aussprechen gelernt, nämlich Pink Christmas Week. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Bleibt alle gesund, habt eine schöne Advent und alle winken. Ciao, bis bald.